will ein Interview führen mit Mark Svensson. Du willst? Was meinst du, er will nicht? Das Interview, ne? Das Interview, was nie zustande kommen soll. Es geht genau darum, das Interview genau nicht zu machen. Du, Marc, ich will nicht, dass du denkst, dass ich mich hier aufdränge. Tu's aber. Ich will mit dir über deine Arbeit sprechen. Ich gebe aber keine Interviews. Will er wirklich dieses Interview führen? Ist dieses Interview nur ein Vorwand? Svensson war nicht so gesprächig. Aber du bist doch nicht nur wegen des Interviews hier, oder? Ich glaube, da geht es vor allen Dingen um ein Persönliches, das ihn dieser Mann wahnsinnig fasziniert. Dass da wahnsinnig viele Parallelen irgendwie sind. Er trifft auf eine Fragestellung, der andere muss antworten. Wie, ich muss auch antworten, oder wie? Ja, sicher. Das Interview steht dafür, dass sich Daniel auch über Marc besser selbst kennenlernen möchte. Das ist ja eben diese Spiegelung der beiden Figuren. Meine Frage ist, warum hast du ein Buch aus eurer Geschichte gemacht? Und selbst ein Mark Svensson muss irgendwie erkennen, dass diese Fragen oder diese Konfrontation, dass es eine Chance für ihn wäre, dadurch drauf zu kommen, was seine Wahrheit ist und dass er dazu stehen müsste. Es ging nie darum, ums Gewinnen. Du hast recht. Nicht ums Gewinnen, es geht ums Verlieren. Letztendlich geht es eher um eine Verbindung. Du würdest dich...